Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 13 von Factorio. Ja, wir haben letztes Mal geguckt, wie wir hier zurechtkommen. Aber ja, der Kreislauf dreht sich jetzt weiter, wie man sieht, durch diese etwas längere Schlange. Aber ob das jetzt die Lösung ist, ich weiß es auch nicht. Können wir das hier abbauen? Ja. Nicht hier sowas da. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Was brauchen wir jetzt, ist die Frage. Ne? Wir brauchen... Also müssen wir erstmal näher ran. Wir brauchen grüne Flaschen. Und wo werden die grünen Flaschen gemacht? Da unten, ne? Nein, noch nicht. Da werden sie gemacht. Und da fehlen uns Förderbänder. Werden Förderbänder gemacht. Das war die falsche Taste. Die werden da gemacht. Dafür fehlen Zahnräder. Und auch kein Zahnrad gerade um die Ecke irgendwo. Werden die hier gemacht? Nee, da wird Kupfer gemacht. Ach, da werden auch grüne Tränke gemacht. Da werden Zahnräder gemacht. Und da geht's nicht weiter. Das wurde jetzt hier gemacht. Ja, da sind Förderbänder runtergenommen worden. Also das läuft irgendwie noch nicht so richtig, ne? Ja. Die Kisten werden hier immer noch leer gemacht, oder was? Die ist leer. Dann nehme ich die jetzt mal weg. Und den auch. Das, nee, das nicht. Das nehmen wir erstmal her. Das nehmen wir auch noch mal dabei. Da ist nichts drin. Ist da noch was drin? Nein. So, jetzt wird's geforscht für den Motor immer noch. Aber wir kommen irgendwie noch nicht weiter, ne? Der Erzförderer, der macht auch nichts mehr. Gute Frage, was hier passiert oder nicht passiert. Da fehlen jetzt hier Roboterarme. Ich glaube nicht, dass hier gerade welche unterwegs sind, oder? Es wird dunkel, Roboterarme wurden da nicht hergestellt. Da fehlen die Zahnräder. Zahnräder hatten wir hier oben. Ne, da. Da ist Eisen gefordert. Das sitzt jetzt hier irgendwo fest. Steht gerade alles still. Ja, alles nicht, aber vieles. Hier, da ist ein Problem. Das mal gerade so umbauen. Wo liegt das Problem? Irgendwie muss ich das doch da mal wegkriegen, oder? Aber irgendwie will das gerade nicht. So. Jetzt dreht sich auch wieder alles. Da war ein Stau entstanden, den haben wir jetzt gerade gelöst, glaube
Ja, daneben liegt noch mal toll, aber das ist schon wohl richtig so. So. Er war verkehrt. So, jetzt geht das mal leer. Super. Und den müssen wir jetzt da so hinbauen. Jetzt geht's richtig. Okay, da unten haben wir auch noch so ein Problem. Müssen wir auch noch loswerden hier. Und zwar... So, das wird gerade auch abtransportiert. Sehe ich nicht. Kriege ich den Baum jetzt so weg oder nicht? Ich habe keine Axt oder sowas, ne? Das fehlt dann wahrscheinlich. Ist jetzt aber auch egal. So. Ich hoffe, das läuft jetzt wieder richtig. Ah, hier ist auch ein Stau in der Ecke. Super, ha? Das heißt, den weg. Ein Teil dahin. Das funktioniert auch nicht, außer dass ich jetzt fahre. Geht er da jetzt weg? Nee, ne? Ja, da muss ich irgendwie was bauen, ne? Eine Axt oder sowas. Jetzt habe ich zwei davon. Kann sie aber nicht irgendwie nicht benutzen. Auch schön, ne? Weiß ich auch nicht. Gut. Das heißt... Es geht nur so. Aber der Stau ist immer noch nicht weg. Ich muss diese Teile da wegbringen. Wie geht das? Ich hab das Teil doch hier, oder? War das nicht mit rechter Taste? Schade, hier ist schon alles weg. Ja, dann bleibt uns nichts anderes über. Ich habe jetzt aber die nächste Idee, wie wir das auf jeden Fall lösen können.
Jetzt muss es eigentlich nur noch darum gehen, ne? Aber irgendwie ist das komisch, dass es nicht geht. Also es ist nicht wahr, oder? Jetzt läuft's wenigstens. Gut. Nur wenigstens einen Schritt weiter. Aber produziert wird wegen deswegen doch noch nichts, ne, oder? Läuft jetzt durch. Ah, da ist gerade einer bewegt worden. Staut sich jetzt dann gleich, oder? Nee, das läuft noch daneben her, alles klar. Sieht dann doch besser jetzt aus, als ob es vielleicht jetzt klappen könnte. Aber wirklich nimmt da keiner was vom Band ab, das ist das Problem. Da oben sind Zahnräder, aber die bewegen sich nicht. Das liegt irgendwie auf der falschen Seite oder was? Ah, hier ist der Stopper. Oh Mann, ey. Jetzt geht's wieder. Ist nur die Frage, wie lange, ne? Jetzt kommt's auf beiden Seiten auf jeden Fall vorbei. Da unten staut sich's jetzt wieder. Und da irgendwas bei, was einer rausnimmt. Ein roter Saft ist fertig geworden, aber den kann er nicht ablegen. Bauteile werden jetzt gerade gemacht, okay. Das geht. Cooper-Drähte kommen, das ist ja schon mal etwas. Okay. Aber andere Sachen, die werden nicht abgenommen. Da staut sich jetzt wieder auf. Hier kann nicht mehr abgenommen werden. Ah, die Zahnräder sind bald rum. Ah, da oben passiert jetzt tatsächlich was. Na, jetzt reicht's für die Zahnräder wieder nicht, oder was? Ist der hier oben voll? Ah, der ist voll. Zahnräder sind nicht drin, Bauteile nehmen wir mal raus. Da machen wir die mal mit rein. Da brauchen wir keine Bauteile, da auch nicht. Das war die falsche Taste. Hier sind die Bauteile gefragt, jetzt geht's da auch wieder voran. Ja, Produktion läuft in einer gewissen Weise, aber auch nicht so richtig, ne? Da ist ein grüner Trank jetzt gemacht worden. Irgendwo geht's weiter, aber irgendwo auch nicht.
Zahnräder kommen jetzt hier vorbei. Rutschen auch auf. Wer braucht denn Zahnräder? War er das hier? Ja, da sind aber genug drin, da fehlen die Bauteile jetzt. Auch schön. Ja, und wieder ist es uns gelungen, eine Folge vollzukriegen, ohne Erfolge richtig zu feiern. Die können wir mal rausnehmen. Jetzt nimmt er da Kupferdraht wieder runter. Und was macht er da hin? Kupfer. Okay, wie sieht es hier aus? Dann nehmen wir noch die Bauteile raus. Und die roten Tränke. Rote Tränke. Haben wir noch was, was interessant ist? Ja, die Bänder hier. Sonst wirklich nichts. Die hatten wir gerade. Gut. Da können wir noch drei reinstecken. Damit irgendwann mal der Motor fertig ist, ne? Da werden Bänder gebraucht. Für grüne Tränke. Da werden Elektroteile gebraucht. Für Roboterarme. Und da ist alles verbunden. Da muss das Band nur leer werden. Oh, da ist ein grüner Trank wieder und dann ist da, oh, das sind ja doch welche ab und zu mal auf Reise, ne? Das heißt, der müsste da auch einrücken können irgendwann. Tja, nur wann. Gut, aber für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.